herzlich willkommen hier bei Peters Ideebahn. Ich bin mal wieder persönlich da. Jo, heute gibt's Neuheiten, nicht wie immer. Gibt ja nichts zu kaufen. Frau Merkel lässt uns ja noch schmoren. Bin ja mal gespannt. Am 1. sollen ja wohl die Friseure aufmachen. Aber da gibt's ja den. Wie wäre halt gewesen hier? Der Bundespräsident, glaube ich. Der hat ja wohl versprochen, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen dürfen. Gut, interessiert mich nicht. Ich gehe nicht im Biergarten. Trinke kein Bier. Aber ein Eis kann man doch essen, ja, vielleicht. Jo, was haben wir gemacht? Meine Abfahrt zum Schattenbahnhof halt noch ein bisschen weiter gebaut. Aber unten drunter kann ich nicht machen, weil ja wieder das Holz fehlt. Wie immer. Paketchen habe ich heute gekriegt. Zeig ich euch mal. Gerade gekommen. Sollte eigentlich erst morgen kommen. Hier, da ein Tütchen. Wollen wir mal aufmachen? Ich krieg noch bald so oft kriegen. Ich bin wieder zugeklebt wie. Aber geht gleich weg. Ich weiß, was drin ist. Habe ich wohl bestellt. Paketchen. Was drin ist? Gucken. Kein Lava-Artikel. Ja, wie gesagt, soll ich ja morgen erst kommen. Dann gleich entsorgen. Wird ja morgen erst kommen, aber nur ist heute schon gekommen. Jetzt warte ich nur noch auf meine Kupplung, die ich bestellt habe. Die kommen morgen. Laut DHL. So. Ein Karton. Von Arnold. Umdrehen. Kann man nicht erkennen, wa? Denn nicht. Auf jeden Fall ist jetzt Waggons. Ich hol ihn raus, dann sieht er bestimmt besser aus. Oh, ist der verpackt. Ah, nochmal extra verpackt. Rekowagen. Dunkelgrün lackiert. Epoche 4. Die sind ja verpackt hier. Mein liebes Paket. Noch eine Hülle und noch eine Hülle. Aber ich hab die ja schon. Wisst ihr ja. Aber ich hab die normal bestellt, weil. Erstmal die nur alle drei Achsen noch dran. Krieg mal einen Gepäckwagen. Den hatte ich nämlich noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Das ist ein Gepäckwagen. Ja, wenn da die Kupplung kommt, kommen dann auch gleich die anderen ran. Hier sind nämlich noch diese chilligen Dinger dran. Also ein Gepäckwagen und dann haben wir hier noch drei Personenwagen. Dann muss ich nochmal kicken, wie die aufgehen. Wie das Licht da einbaue. Vielleicht ist da eine Vorrichtung drin. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal sehen. Dann wieder schön einpacken. Jetzt wird nicht gebohrt, erst nachher. Ich kann euch ja nachher mal das kleine Filmchen zeigen, was ich da an der Abfahrt zum Schattenbank gebohrt habe. Hier. So, zack. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, das sind dieselben Personenwagen. Alle drei Personenwagen und dieser edle Gepäckwagen. Der gefällt mir. Ich hab's nur im Viererpack, nicht einzeln. Schade eigentlich. Von Arnold habe ich noch nie was gehabt. Jetzt zeige ich was von Arnold. Jo, das hier im Haus ist wieder mal Winterchaos. Ich hatte euch ja letztens gesagt, dass der Fahrstuhl seit Anfang Dezember wieder mal nicht oder immer noch nicht funktioniert. Erzählt an sie, dass der Teil aus Italien kommt, was da kaputt ist. Naja.
Jetzt sind anderen irgendwelche Karotten dabei, die ruppen da hinten diese Bedienfeld. Ruppen sie ab. Ich war heute früh unten, da war ich dran. Eine halbe Stunde später komme ich wieder ins Haus rein, war das Ding abgerissen. Heizung geht ohne in ein Zimmer, wo die Eisenbahn steht und in ein anderes Zimmer hinten noch. In mein Gästezimmer. Da ist jetzt angeblich ein Rohrbruch. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das Rohrersatzteil aus Spanien. Eigentlich ist das noch DDR-Bau. Müsste man eigentlich noch irgendwo auf dem Schrottplatz rumzulegen haben, um das einzusetzen. Die flicken ja sowieso noch alles zusammen hier. Hauptsache, die wollen die Miete haben, ist das pünktlich. Ich hatte gerade mit meiner Frau telefoniert, die hat mir gesagt, ich soll die doch mal gleich, was ich machen werde, mit einer Mietsminderung drohen. Mal sehen, wie sie darauf reagieren. Ich glaube, das finden sie nicht so prickelnd. Ich schon. Nutzwürdig, wenn ich bei der Eisenbahn, hier seht ihr, wenn ich bei der Eisenbahn drin bin, sind dicken Pullover und so. Ja gut, dann machen wir mal das Filmchen mit der Abfahrt. Da kommt dann so ein, nicht so hin, da kommt der Herkules hochgefahren. Aber nur eine Schaufahrt, weil unten ist ja nur ein Stück Gleis, weiter ist da noch nichts. Keine Abstellung, nichts. Gut, legen wir los. We'll be right back.
Meine Damen und Herren, an Gleis 1, willkommen in Hamburg-Harburg. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten: Metronom 39 4 31 nach Cuxhaven. So, habt ihr gesehen mit der Abfahrt? Diesmal benutze ich sie als Hochfahrt. Er ist ja noch entgegengesetzt meiner geplanten Fahrtrichtung. Also liegt sie auf der anderen Seite. Wir fahren jetzt hier links rum. Nicht wie es in Deutschland üblich ist, dass alles rechts geht. Mal links. Was schön hat. Gut, das war's für heute gewesen. Bis später. Entschuldigung. Später, euer Peter.